So, herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder euer SPP mit Let's Play Zelda Ocarina of Time. Ja, wir waren ja hier in dem super heißen Feuertempel unterwegs, um alle Goronen zu befreien, die Ganondorf ja hierhin verschleppt hat. Und ja, im letzten Part, was haben wir da so gemacht? Also, da haben wir als erstes mal wieder unseren Blutsbruder getroffen. Hoffe ich zumindest. Na, also, der nächste Gorone. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goronen, kannst du sie zerschmettern. Ja, und das ist natürlich noch unser Ziel. Den Endboss müssen wir, wie der Runja schon gesagt hat, mit dem Relikt der Goronen besiegen. Jetzt haben wir erstmal gleich Schlüssel. Und mich würde mal interessieren, wie viel Goronen wir insgesamt befreien. Ich wollte eigentlich die ganzen Mal. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit davor, als ich das Spiel gezockt habe, wollte ich mal zählen, wie viel es sind. Aber da habe ich es irgendwie wieder vergessen und hatte auch gar keine Lust, habe ich mich mehr auf das Spiel konzentriert. Jetzt gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ist hier vielleicht noch einer? Ich glaube, hier hinten ist noch ein Gorone gefangen. Scheiße. Was willst du? Komm her, Junge, ich muss kaputt. Ist hier noch ein Goron? Oh, hier ist eine Tür. Ich glaube, hier ist ein Gorone gefangen. Ja. Links, links. Zack. Ein weiterer Gorone. Wo hat er die denn überall versteckt, Alter? Na, zuerst hole ich mir den Schlüssel, dann höre ich mir dein Gelaber an. So. Weiter geht's. Die Qualen haben wir endlich. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Ja, schon wieder schön umschrieben. Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert. Oder rolle dich über den Boden. So löschst du es schneller. Okay. Habe ich natürlich gewusst. Habe ich gewusst. Davor schon gewusst, nur wir haben halt bislang noch kein Feuer gefangen. Wenn sollten wir zufälligerweise mal Feuer fangen, könnte ich dir das ja mal ausprobieren. Und zack. Nein! Wow, wow, wow. Wo ging es denn jetzt hier lang? Gab es hier unten noch einen Schlüssel? Nein. Also hier ist erstmal eine Schlüsseltür. Eine entschlüsselte. Uah. Uah. Na, was meint ihr wohl? Wow. Oh. Wo geht's da unten hin? Also ganz ehrlich, besoffen will ich hier nicht langlaufen. Ganz ehrlich, wenn du hier besoffen langläufst, dann war's das aber mit deinem Leben. So, wir machen erstmal da oben das Auge. Gucken, was sich da öffnet. Hui! Wobei, ja, jetzt pass auf, Alter. Jetzt wie ich mein Pech kenne. Weil ich jetzt gleich wieder. Ja, ich bin besoffen und laufe jetzt hier rüber. Eine Schlüsseltür. Wo kommen wir denn hier hin? Was, müssen wir hier hin? Weiß ich gar nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal da hinten hin, weil ich nicht weiß, was da drin ist. Wow. Es könnte ja wichtig sein. Uah. Oh, aus Versehen nach rechts. Zack. Wo ist es? Da ist es. Ich bin der Meinung, hier war nichts, aber ich kann mich auch täuschen. Doch. Hier wäre was Wichtiges. Tja, jetzt wieder die Frage. Karte oder Kompass? Karte oder Kompass? Ich glaube, jetzt kommt zuerst der Kompasskarte. Jawohl. Die Labyrinthkarte. Ich bin immer froh, wenn ich hier weg bin. Ganz ehrlich, ey, lauft mal hier so ganz sturzbesoffen lang. Mit so, ne, so 2,5 Promille. Dann kannst du aber mal ein bisschen nach unten fallen, bisschen die heiße Luft genießen und dann irgendwann kommst du unten auf und dann liegst du da. Und dann war's das mit deinem Leben. Die Musik ist auch voll episch, ne? Hat sich das mal aufgefallen? Nicht nur in dem Tempel. So, ihr seht, da oben eine weitere Schlüsseltür. Aber wir müssen erstmal hier. Geradeaus. Ui.
haben wir geschafft. Schnell, schnell hoch, hoch, hoch. Na, wo sind denn da hinten? Naja. Hat uns leider Gott sei Dank nicht erwischen. So. Zack. So, und jetzt wisst ihr wieder, wo wir sind, oder? Hä, wo sind wir denn überhaupt? So, eine Bombe. Oh, Navi? HSPLP, ich kann unter uns Stimmen von Goron hören. Wie? Durch diesen Schlitz? Hier müssen wir aber gleich noch was machen. Aua. Dann wage ich mich mal runter. Scheiße. Scheiße. Ich hab mein Herz verloren. So, und ihr wisst ja wahrscheinlich auch, wo wir hier sind. Es öffnen sich gleich zwei Türen. Erst hol ich mir wieder den Schlüdel. Komm her. Den Goron haben wir ja gesehen im letzten Part, glaube ich, oder im vorletzten Part, keine Ahnung. Gucken wir mal, was er will. Am Ende. Hab Dank, du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goron und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Also das Relikt der Goron scheint immer wichtiger und wichtiger zu werden für uns. Vielleicht sollten wir es ja mal demnächst finden, keine Ahnung. So, jetzt geht's weiter. Ah. Kann ich mich hier bis nach oben bringen? Schade, geht nicht. Müssen wir den ganzen Weg von unten nach oben. Das macht natürlich einen riesen Spaß. Ja, dann mal überlegen. Ich glaube, in den nächsten ein, zwei Parts könnten wir den Tempel auch soweit fertig haben. Ob wir dann komplett fertig sind, ob wir dann den Boss besiegt haben. Der ist ja total ungünstig. Der sitzt total ungünstig. Oder hat ungünstig gesessen. So, jetzt müssen wir aber hier hinten weiter. Nochmal. Oh. Nochmal ein bisschen. Das sieht so aus, als könntest du nicht hinkommen. Look at this. Ein weiterer Goron, ey. Und zack. Komm, und tot. Ja, wo soll ich jetzt hin? Da. So, hopst dich. Und zack dich. Weg, komm. Ey, wenn die Viecher, ne? Die regen mich nicht so auf wie die Fledermäuse, aber sie regen mich schon auf. Ein Schlüssel. Geil. Ein Goron will mit uns reden. Zack, meine Befreiung. So, was verrätst du uns denn? Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst? Versuche es mit der Ocarina. Okay. Na, ob der Tipp jetzt so sinnvoll war, weiß ich nicht. Kann sein. Zack. Wow, alter Schwede. Weißt du, das ist immer so eine... Das ist so eine Zentimeterentscheidung. Das ist echt so eine Zentimeterentscheidung, ey. So, jetzt sollten wir es schaffen. Also, da werde ich das ja jetzt noch schaffen. So, hier fahre ich nicht runter. Zack. Und zack. So, zack, zack, zack. Wo waren wir denn? Genau. Jetzt kommt ne... Na, ich wusste, jetzt kommt das Feuer wieder. So eine Scheiße. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Oh, 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 oh. Kommen wir von hier schon rauf? Ja, natürlich, natürlich. Oh. Kein Corona? Nur ein Durchgang? Okay. Okay. Okay, nur ein Durchgang. So. So. Guckt euch den Raum nochmal an. Und guckt euch diese scheiß Fledermaus an, die uns jetzt gleich entgegenkommt. Ha! Das ist sowas eine tote Fledermaus. Ja, und wie es hier weitergeht, das erfahrt er dann im nächsten Part. Mal schauen, ob wir uns dann das heilige Relikt holen können. Ihr seht auf der Karte so ein Dreiviertelkreis, Siebenachtelkreis, wie ihr wollt. Und dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer HSPLP.